Da kommt einfach so ein italienischer Giuseppe an und jagt eine Pyramide nach der anderen hoch. Und das im Land mit den meisten Pyramiden weltweit. Doppelt so viele wie in Ägypten. Und die wurden nur geplättet, weil Mr. Giuseppe die Hoffnung hatte, dort Schätze zu finden. Was ein Vollidiot. Und das Schlimme ist, das hat sich sogar ausgezahlt. Der Typ hat Gold- und Silberschmuck gefunden, was er dann an den bayerischen König vertickt hat. Über 40 Pyramiden hat er in den 1830er Jahren im Sudan geplättet. Es ist das Land mit den meisten Pyramiden weltweit. Dafür sind die aber auch viel kleiner und spitzer als so eine handelsübliche Pyramide in Ägypten. Die waren auch das Vorbild für die im Sudan gewesen.